Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreamfall Chapters. Ja, wir stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Wir haben jetzt diese Daten und daran sehen wir, dass die Ominska und ihre Partei doch in viele Machenschaften verstrickt sind, die anscheinend auch ziemlich weit hinreichen. Und wir haben die Möglichkeit, sie entweder Bachruti zu geben, der uns ja darauf angeleiert hat und eigentlich ja ein Recht hat, zu erfahren, was Sache ist. Oder wir geben sie der Hand, um sie zu veröffentlichen. Ich tendiere dazu, erstmal mit Bachruti zu reden. Auch wenn ich... Eigentlich tendiere ich dazu, das beides zu machen. Aber ich glaube, wir sollten erstmal mit Bachruti reden. Hey, Sissi. Nochmals danke, dass du mir hilfst. Bedeutet mir wirklich viel. Also, lass hören. Hast du die Infos? Entscheidung, Zweifel, Daten? Ich muss mich entscheiden. Entweder gebe ich die Daten Bachruti oder ich gebe sie der Hand. Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort. Ich muss meinem Bauchgefühl folgen. Sagen wir sonst noch Zweifel? Diese Daten werden nicht nur unser Leben verändern. Das betrifft Millionen Menschen. Ist es das wert? Vielleicht wäre es besser, wir behielten es für uns und die Wahrheit käme auf andere Weise ans Licht. Das weiß ich nicht so recht. Ich muss ihm sagen, was auf dem Stick ist. Egal, was ich als nächstes tue. Bachruti hat es verdient, das zu erfahren. Ja, ich denke, dann nehmen wir das. Weil ich denke, das stimmt wirklich, dass Bachruti es verdient hat, zu erfahren, was da Sache war. Ich habe mir die Daten angesehen. Ich weiß, was sie bedeuten. Ach ja? Ich musste sie dechiffrieren lassen. Und du hattest recht. Es ist schlimm. Die Einheit nimmt nicht nur Schmiergeld von der Industrie. Sie trifft Absprachen mit Konstantin Wolf. Und die Ominska ist persönlich involviert. Tut mir leid, ich... Meine Güte, Zoe, gib mir die Daten. Das muss ich selber sehen. Er hat mich gebeten, ihm die Daten zu beschaffen und ich habe es getan. Jetzt soll er übernehmen. Was ab jetzt geschieht, ist nicht meine Sache. Ich kann ihm die Daten nicht so einfach geben. Sie sind so wichtig. Es darf nicht sein, dass Bachruti entscheidet, was damit geschieht. Diese Daten gehören der Allgemeinheit. Schwierige Frage. Ich habe mir erzählt, was Sache ist. Das war ja mein Anliegen eigentlich. Jetzt ist die Frage, Daten nicht aushändigen und sie der Hand geben? Oder wir geben sie ihnen? Andererseits könnte es dann sein, dass er sie verschwinden lässt. Und das wäre dann überhaupt nicht gut. Hol mir mal eine kleine Entscheidungshilfe. Was haben denn die Leute so genommen? Daten nicht aushändigen haben die meisten Leute genommen. Das ist die Frage. Kann man ihnen trauen? Es ist, wie ich schon sagte, ich wollte ihm sagen, dass er weiß, um was es geht. Was so wie er auch reagiert hat. Mit dem, gib mir die Daten, das muss ich selber sehen. Und was macht er dann damit? Lässt das er dann tatsächlich verschwinden? Oder wird er dann damit auch in die Öffentlichkeit gehen? Nee, ich glaube, ja, geben sie, wir händigen sie auch nicht aus wie die Mehrheit. Ich glaube, wir machen das auch so. Ich kann ihm die Daten nicht. Tut mir leid, Bachruti. Leid? Wie meinst du das? Brutale Wahrheit oder schonen? Ich kann ihn nicht anlügen. Er verdient es zu erfahren, wieso. Ich muss ihm die Wahrheit sagen. Aber ich kann ihm nicht sagen, dass ich ihm nicht genug traue, um ihm die Daten zu geben. Ich darf seine Gefühle nicht verletzen. Wir schonen ihn, denke ich. Ich mache mir Sorgen darüber, wo das hinführen könnte. Lass mich das selbst beurteilen. Das kann ich nicht. Ich kann nicht zulassen, dass du die Daten der Partei gibst, Bachruti. Keine Ahnung, was mit dir passiert. Und ich will nicht dafür verantwortlich sein. Du bist nicht verantwortlich für mein Tun. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Aha. Ich schätze, du bringst den Kram zur Hand? Ich denke schon, ja. Ich meine, dir wird nichts geschehen und alle erfahren die Wahrheit. Ich verstehe. Nur zu gut. Hätte ich dich bloß nicht um Hilfe gebeten. Es ist echt nicht fair, dass du... Fair? Erzähl du mir nichts von fair. Das hier war mein Leben, Zoe. Und jetzt ist es aus.
Ich hätte es vorgezogen, mitentscheiden zu dürfen, aber du hast mir wohl nicht genug vertraut. Ja, die Frage ist halt wirklich... Ja... So gesehen war es ein Fehler, das so zu machen. Wie gesagt, so gesehen war das jetzt ein Fehler. Da haben wir... Er traut uns jetzt nicht mehr und wir haben wahrscheinlich einen Freund verloren. Andererseits... ich glaube halt echt... Was hätte er jetzt gemacht? Weil das war ja sein Leben. Hätte ich es ihm gegeben, hätte er gesagt... Hätte er die Daten vielleicht verschwinden lassen und fertig wäre es gewesen. Und das ist ja eigentlich auch nicht im Sinne der Sache. Das war gerade eine echt schwierige Entscheidung. Die alles andere als leicht war. Ich bin mal gespannt, was das für eine Entscheidung, was das für eine Änderung gibt, wenn wir die Daten jetzt veröffentlichen. Und dann frage ich mich auch, was für eine Änderung hätte es gegeben, wenn wir die es nicht veröffentlicht hätten? Wenn wir es Baruti gegeben hätten? Die Karte! Wo ist der Unterschied dann? Wahrscheinlich aber erst im nächsten Buch einen Unterschied zeigen. Ja, sehr, sehr schwer. So, dann reden wir mal mit Sally. Ich habe etwas für dich. Aha, ein geschäftlicher Besuch. Du machst mich neugierig. Also, was hast du Schönes für mich? Jetzt komm schon, mach's nicht so spannend. Dokumente, die zeigen, dass die Einheit und die Uminska mit der Warty Corp und Wolf verbandelt sind. Wie bitte? Wie in Manus Namen bist du an diese Dokumente gekommen? Baruti hat mir den Tipp gegeben. Er hatte Zweifel und bat mich, Beweise zu finden. Und du bringst sie zu mir? Zur Hand? Anstatt zu deinem... Es schien mir das Richtige zu sein. Die Daten, sie sind... Es ist alles da. Alles, was du für einen vollständigen Bericht brauchst. Die Story des Jahres. Ich glaub, mein bocking Schwein pfeift. Das sind gefährliche Informationen, Sally. Die Warty Corp schreckt garantiert vor nichts zurück, um sich zu schützen. Wir halten deinen Namen da raus. Deinen und seinen, da gebe ich dir mein Wort drauf. Kazar! Und ich wollte diese Uminska wählen. Die Hand hat sie unterstützt, verflucht nochmal. Bist du dir ganz sicher, dass du uns die Daten geben willst? Nein. Aber jetzt gibt es kein Zurück. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Ich setze sofort Leute drauf an. Wir müssen alle Fakten doppelt und dreifach mit unseren eigenen Quellen abgleichen. Wollt ihr die Uminska oder die Warty Corp um eine Stellungnahme bitten? Naja, kommt darauf an. Wenn die Gefahr bestünde, dass sie Beweismaterial vernichten oder ihre Spur verwischen könnten, dann... Nein, werden wir nicht. Und deshalb müssen wir schnell sein. Wir brauchen die gesamte Redaktion. Ist mir egal, ob jemand gerade am anderen Ende der Welt rumdümpelt. Wir brauchen alle. Hältst du mich bitte auf dem Laufenden? Versprochen. Und jetzt entschuldige mich bitte, Zoe. Natürlich, klar. Okay, geh nur. So, was haben wir jetzt für neue Ziele? Wir kehren zu nach Hause zurück. Alles klar, dann machen wir das doch mal. Ja, und ich frage mich jetzt echt, ob das richtig... hier geht's raus. Ob das richtig gewesen ist oder ob wir sie doch Baruti hätten geben sollen. Aber, ja. Sehr, sehr schwer das Ganze. Eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, die sich auch sehr, sehr, sehr große Auswirkungen haben könnte. Ich meine, mit der Wahlkampf von der Uminska ist wahrscheinlich jetzt vorbei. Sobald es veröffentlicht wird. Aber was wäre passiert, wenn wir es Baruti gegeben hätten? Haben wir es damit sein Vertrauen missbraucht, indem wir ihn nicht mit Hub entscheiden lassen? Bleiben Sie in Verbindung. Baruti Dream Machines. Straßen sind gefährlich.
Ach, da ist die Treppe. Na gut, wieder ein erfolgreicher Tag fertiggebracht. Und jetzt frage ich mich, ob es noch weitergeht oder ob das das Buch 2 gewesen ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Kehren Sie zurück in Ihr Domizil oder an Ihren Arbeitsplatz. Folgende Durchsage gilt Ihrer Sicherheit. Agenten des Eisen zum Einsatz lebensgefährdender Gewalt befugt. Meiden Sie Gruppen. Ist der vorhin auch schon da gewesen? Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen 6 Läufen feuern und Karten lesen kann. Yeehaw! Okay. Nee, der war vorhin noch nicht da. Ist ja krass. Na ja, gut, wir gehen nach Hause. Das scheint jetzt nicht wichtig gewesen zu sein, dass da das Fahrzeug da gewesen ist. Wie auch immer. Tut mir leid, ich komme zu spät. Du hast uns ja echt ein Ding reingesemmelt heute. Das klingt ziemlich missbilligend. Überhaupt nicht. Ich meine, es ist großartig, riesig, aber ich schätze, es bestätigt meine Befürchtung. Oh. Über die Arbeit im Wahlbüro. Oh, klar. Tja, du hattest wohl recht. Weißt du, darum geht es nicht. Nein, natürlich nicht. Ist auch egal, lass uns reden. Ja, reden. So, wir kommen zu Kapitel 5. Zehn Tage später. General, ihr habt mich rufen lassen? Kommt herein, Berman. Wie findet ihr euer Quartier, General? Ich finde es völlig in Ordnung, Kommandant. Ihr wurdet nicht aus diesem Grund herbestellt. Wisst ihr, mich beschäftigt da etwas. Mir? Ich habe mit euren Leuten in der Feste gesprochen und sie sagen das Gleiche wie ihr. Der Widerstand zettelte einen Aufstand an. Im folgenden Chaos wurde Apostel Alvane getötet. Seine Leiche verbrannte leider im Feuer. Es war ein Blutbad, eines, für das sich irgendwann jemand verantworten muss. Gewiss, General. Ich werde dafür sorgen. Da bin ich sicher. Ich habe auch mit einigen der überlebenden Gefangenen gesprochen. Ihre Geschichte weicht stark von der euren ab. Das überrascht mich nicht. Sie sind ein verlogener Haufen und werden jeden Vorwand nutzen, um Zwietracht zu säen. Das mag sein. Aber der Aufseher behauptet, dass ihm vor dem Aufstand befohlen wurde, den Apostel hinzurichten. Von euch persönlich, Kommandant. Lügen. Der Ungläubige versucht, seine eigene Haut zu retten. Vielleicht. Aber aus welchem Grund sollte er lügen? Es entlastet ihn nicht, was die Verantwortung für den Aufstand angeht. Er wartet noch in Kaltenstein auf seinen Prozess. Und er meinte, das Schwert des Henkers sei für Alvanes Enthauptung bei Tagesanbruch geschärft gewesen. Ich sage nicht, dass ich dem Mann vertraue. Er ist ein grausamer, kleiner Mensch. Aber er scheint Autorität zu respektieren. Und was haben die Gefangenen euch erzählt? Dass der Aufstand angezettelt wurde, um den Apostel zu befreien. Nicht um ihn zu ermorden. Und dass das gelang. Das ist lächerlich. Kien Alvane wurde zu Asche. Er wandelt im Schatten, verloren und ängstlich, weit entfernt vom ersten Berg und dem Licht der Göttin. Das sagtet ihr ja schon, Kommandant. Und ich möchte ungern annehmen, dass ihr mich belügt oder die Wahrheit auslasst. Eure Beziehung zu Alvane. Es gab Animositäten. Ihr kanntet einander, als ihr Knaben wart. Wir hatten Auseinandersetzungen, als wir beide auf den Straßen von Sadir waren. Das war nicht ungewöhnlich. Aber eure Rivalität war blutiger, verlief tiefer als bloße Jungenstreiche. Das war vor langer Zeit. Wir hatten es hinter uns gelassen. Ich möchte euch gern glauben, Kommandant. Eure Position hier ist wichtig für mich, für die 6, für ganz Asadir.
Habe ich nicht stets der Göttin und meinem Volk gedient mir? Habe ich mich den Sechs und dem Rat nicht bewiesen? Dem Stuhl, euch? Andeutung, ich sei vielleicht nicht ganz treu. Verletzen mich zutiefst. Und das sollte es, Vermin. Ich wünsche mir nicht herauszufinden, dass ihr mich belogen habt. Ich wünsche mir nicht, euch in Ketten zu sehen. Ich möchte euch gern glauben. Und vorerst tue ich das. Aber ich werde in dieser Sache weitere Nachforschungen anstellen, weil irgendetwas daran nicht stimmt. Etwas daran beschäftigt mich. Falls euch noch etwas einfällt, solltet ihr damit so schnell wie möglich zu mir kommen, bevor ich erfahre, dass ihr mir die Wahrheit vorenthalten habt. Das habe ich nicht. Ich wandle im Licht mir. Alles, was ich tue, tue ich für mein Land und mein Volk. Nun gut. Ihr könnt gehen. Möge die Göttin euch schützen, General. Möge das Licht auf uns alle scheinen und unseren Weg erleuchten. Ich hätte jetzt gedacht, er wird gleich umgebracht. Weil er viel zu viele Fragen stellt. Mit denen er ja recht hat. Nacht, Ulvik. Welche Neuigkeiten hast du für uns, Ulvik? Gut, also. Da kommt heute Nachmittag ein Mann in mein Lokal. Assadi-Soldat, nicht im Dienst. Hat ein paar Bier, wird angeheitert und redselig. Der Mann sagt, es gibt Gerede über eine Razzia, noch heute Nacht, im magischen Ghetto. Und es gibt eine Liste. Eine Liste? Mit denen, auf die sie's abgesehen haben. Denen, die sie wieder rausholen wollen. Aber warum jetzt? Ich meine, das ist doch keine Vergeltungsmaßnahme, oder? Naja, er hat eine Waffenlieferung erwähnt, die letzte Woche in den Himmel gesprengt wurde. Das hat für ziemlich viel Unruhe gesorgt. War tagelang das Gesprächsthema hier. Wie es scheint, mögen's manche, wenn's kräftig knallt. Offenbar empfand der Kommandant der Assadi-Spezialkräfte das als persönlichen Affront. Kommandant... Vermin. Ja, er würde das persönlich nehmen. Außerdem meinte der Mann, es würden weitere Waffen und Vorräte in die Stadt geschmuggelt, direkt unter der Nase der Assadi. Sie haben ein paar Lieferungen abgefangen. Deshalb wissen sie, dass die Leute im Ghetto sich bewaffnen, dass sich Ärger zusammenbraut. Die Maulwürfin war kooperativer als sonst. Was auch immer ihr für sie getan habt, Kien, sie weiß es anscheinend zu schätzen. Also, so wie ich das sehe, wollen die Assadi heute Nacht vielleicht den entscheidenden Schlag landen, bevor sie die Kontrolle über die Altstadt verlieren. Tja, sie täuschen sich nicht. Wir müssen also herausfinden, wer auf der Liste steht, wann sie zuschlagen wollen und von wo aus. Und wir müssen... Geduld, Enu. Eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir in Erfahrung bringen, ob, wann und wo die Razzia stattfindet. Dann müssen wir unsere Freunde warnen, auch die Maulwürfin. Und dann müssen wir unsere Leute in Sicherheit bringen, bevor die Assadi kommen. Ich habe ein paar Kontakte, die ich anhauen kann. Liko? Ich fange mit unseren Leuten im Ghetto an. Kien, wenn ihr der Maulwürfin einen Anstandsbesuch abstatten könntet. Das wird nicht lang dauern. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Das bezweifle ich. Wir treffen uns vor Mitternacht wieder hier. Geht klar. Viel Glück euch beiden. Pass auf dich auf. So, wir spielen wieder Kien. Und wie es aussieht, geht Buch 2 doch noch weiter. Und damit ist es länger als Buch 1. Habe ich jedenfalls einen Eindruck. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Episoden fürs Let's Play als für Episode 1. Finde ich gut. So. Mit Kien müssen wir die Maulwürfin vor einer möglichen Razzia warnen. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!